Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LADT, den Latin American Dancing Tutorials bei Levinetics.de. Mein Name ist Roman Levitas und in der heutigen Folge wird es um das Latin Cross gehen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich heute nicht in einem Tanzsaal bin, sondern hier in diesem Raum. Darf ich vorstellen, das ist mein Wohnzimmer und es hat einfach damit zu tun, dass ich gerade sehr viel zu tun habe und einfach nicht die Zeit hatte, um jetzt zum Film in den Saal zu fahren. Aber ich wollte euch auch nicht über die Feiertage einfach so ohne Video eben in die Feiertage entlassen. Deswegen einfach mal von hier. Ja? Ein bisschen Platz ist auch da, ganz wenig. Aber ich denke, für das, was wir heute machen werden, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Okay? So, vielleicht erstmal die Antwort auf die Frage, wozu braucht man überhaupt ein Latin Cross? Und zwar zum Beispiel für Voltas, ja? Also für diese Figur, ja? In der Samba. Dann für Wischer, okay? Ja? Und dann für diverse Locksteps. Immer der zweite Schritt eines Locksteps ist ein Latin Cross, okay? So, dann gibt es im Prinzip zwei Arten von Latin Cross. Das quasi normale Latin Cross und das hohe Latin Cross, okay? Wir sprechen erstmal über das normale und dann über das hohe. Gibt es einfach auch gar nicht so viel zu erzählen, okay? Ich habe mir jetzt vier Punkte rausgenommen, auf die es zu achten gibt, wenn man ein Latin Cross tanzen möchte. Und das sind die folgenden. Erstens, die Füße haben ungefähr einen rechten Winkel, ja? Zeigen 90 Grad auseinander. Punkt 2, wir haben zwei Spuren. Ja? Hier vom rechten Fuß, das ist die eine Spur. Und die zweite Spur vom hinteren Fuß, das ist der linke bei mir, ist diese hier. Diese Spuren liegen direkt hintereinander. Ja? Aber wichtig ist, dass sie sich eben nicht kreuzen. Ja? Weil sonst haue ich mit dem hinteren Fuß quasi hier dagegen. Das will ich natürlich nicht. Punkt 3 ist, dass die hintere Ferse beim Latin Cross immer so hoch ist wie möglich. Ja? Guckt euch dazu auch mein Video über die Prinzipien der Fußtechnik an. Das könnt ihr da super anwenden. Ja? Genau, also Ferse so hoch wie möglich. Dann Punkt 4, der Knöchel zeigt Richtung Boden. Auch das eines der Prinzipien aus dem Video für die Fußtechnik. Mir fallen gerade noch zwei Sachen ein, die natürlich auch wichtig sind. Dann fünftens, die Spur im Schnee. Ja, ebenfalls aus dem Video für die Fußtechnik. Und sechstens, die Knie. Die Knie sind im Latin Cross immer leicht gebeugt, im normalen Latin Cross zumindest. Und das hintere Knie zeigt mit der Innenseite oder drückt mit der Innenseite gegen die innere Sehne vom vorderen Knie. Also nicht Kniekehle in Kniekehle, kann man zwar machen, aber ist falsch in dem Fall, sondern hier dieser Teil vom Knie drückt gegen die innere Sehne. Das ist hier, ich kann das fühlen. Hier ist die innere, hier ist die äußere, hier ist die Kniekehle dazwischen und das hintere Knie drückt halt dazwischen. Okay? So, genau. Das ist dann eben der normale Latin Cross. Und dann gibt es aber quasi nochmal den hohen Latin Cross, den man zum Beispiel für die Volta oder für den zweiten Schritt eines Wischers braucht. Ja, upp, das ist dann das hier. Okay, das heißt, fast gestreckte Beine. Ne? Ich bin hier oben zwischen den Füßen. Okay, und wenn ich dann runtergehe, komme ich dann in den Latin Cross. Ja? Für Leute, die einfach noch nicht so viel Tanzerfahrung haben und einfach noch nicht schnell in diese Position kommen können. Wir sollten erstmal ganz, ganz langsam und wirklich unter Abarbeitung dieser 6 Punkte den normalen Latin Cross üben. Ja? Und dann quasi direkt aus dieser Position hochsteigen und dann wieder runtergehen. Auf einem Bein. Seite, dann auf der anderen Seite, ja, genau,
Und dann mit der Zeit kriegt ihr es auf jeden Fall auch immer schneller hin. So, das war's schon zum Thema Latin Cross von mir. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Teilt die Videos, gebt mir einen Daumen nach oben und genießt das Leben, genießt die Feiertage, bleibt fit und sexy und wir sehen uns beim nächsten Video von LADT, den Latin American Dancing Tutorials bei Levinetics.de. Macht's gut!